aktivier die Glocke! Ein ranziges Hallo. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirken mag, ist das hier eventuell eine Alternative zu Battlefield und das nicht nur zu 2042. Doch in diesem Video werde ich primär Vergleiche mit dem letzten Ableger der Battlefield-Reihe ziehen, einfach um auch ein bisschen die Battlefield-Tränen trocknen zu können. Aber sprechen wir am besten direkt mal den Elefanten im Porzellanladen an. Die Grafik. Ist euch auch aufgefallen, oder? Diese Low-Poly-Optik ist vielleicht nicht für jeden etwas und ich bin ehrlich, für mich auch nicht. Versteht mich nicht falsch, es muss nicht immer alles super realistisch aussehen, nur passt dieser Low-Poly-Block-Style meiner Meinung nach nicht so gut zu Shootern. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Es hat allerdings keine 10 Minuten gebraucht, bis ich gar nicht mehr auf die Optik des Spiels, sondern nur noch auf das Gameplay geachtet habe und meine Fresse ist das geil. Aber bevor wir noch tiefer ins Game tauchen, was ist das hier eigentlich? Das hier ist BattleBit. Remastered, ein Low-Poly Combined Arms Battlefield-Style Ego-Shooter, der noch 2022 released werden soll. Das gezeigte Gameplay-Material habe ich im Rahmen eines Playtests aufgenommen. Und bevor die Frage aufkommt, nein, das hier ist kein Placement. Und selbst wenn, würde ich trotzdem sagen, was scheiße ist, wenn ich was scheiße finde. Ja, okay, das Sounddesign könnte besser sein, aber da wären wir wieder beim Thema Early Access. Kann sich alles noch ändern. Okay, soweit so gut, aber was macht dieses Game jetzt zu einer Battlefield-Alternative? Naja, Features, die es im Battlefield gar nicht gibt zum Beispiel. In 2042 konnte man lange Zeit keine Mates reanimieren, wenn diese zu nah an einer Wand liegen. Außerdem sterbe ich in, ja, sagen wir mal 7 von 10 Fällen beim Reanimieren selbst. Hier in BattleBit zieht man seine Mates erstmal in Deckung und kann dann in Ruhe heilen. So macht Medic Spielen Laune. Ja, Medic und ja, es gibt verschiedene Klassen. Einmal über den Serverbrowser, Connected, befindet man sich in einem Battlefield-ähnlichen Spawnscreen. Hier bietet es sich nun an, in einen Squad zu joinen, um dann die Klasse auswählen zu können, die man spielen möchte. Assault, Medic, Engineer, Support oder auch Recon. Keine blöden Spezialisten. Naja, jedenfalls einmal für eine Klasse entschieden, kann man sein Loadout anpassen. Es gibt viele verschiedene Waffen in vielen verschiedenen Kategorien, die sich je nach Klasse ändern. Attachments wie Visiere, Griffe, Laserpointer, Taschenlampen und so weiter. Des Weiteren kann man sich immer eine Bandage mitnehmen und klassenspezifische Gadgets einpacken, wie zum Beispiel beim Engineer den Raketenwerfer. Geil. Offensichtlich gibt es auch Fahrzeuge, gerade im Conquest-Modus, ähnlich wie in Battlefield, natürlich sehr beliebt. Ob es auch Helikopter oder Flugzeuge gibt, weiß ich an dieser Stelle gerade nicht. Ich hätte aber in-game fragen können, denn es gibt, Achtung, Voice-over-IP. Warum ist das im Battlefield alles so schwer? Ich versteh's nicht. Sogar das Movement in BattleBit ist noch einen Schritt weiter. Somit kann man sich auf Alt umgucken, auf Q und E um die Ecken lehnen und ein komplettes Vaulting-System ist auch implementiert. Eigentlich etwas peinlich, dass man so etwas im Jahre 2022 extra hervorheben muss, oder? Was denkt ihr? Ab in die Kommentare. Ach ja, und man kann sein Magazin checken. Ich hatte übrigens nicht einmal das Gefühl, dass Schüsse nicht connecten, also nicht beim Gegner ankommen oder dass es irgendwelche anderen Netcode-Probleme gibt. Ich meine, klar, Lags, die durch einen zu hohen Ping verursacht werden, die zähle ich jetzt mal nicht dazu. Allgemein kann man sagen, dass die Server richtig gut liefen und das bei einer Spielerzahl von, Achtung, 254. Komisch, und das spielt sich sogar gut, auf nicht zu großen Maps. Hä, wie kann das denn? Vielleicht liegt es unter anderem daran, dass sie sofort einen Infantry-Only-Conquest-Modus ins Game gepackt haben. Es ist einfach so sehr entspannt, einfach mal irgendwo zu sitzen, ohne Schiss haben zu müssen, dass gleich wieder ein Tank kommt und durch dein verdammtes Haus fährt. Oder einfach mal über die freie Fläche laufen zu können, ohne dass dich ein Hovercraft ummäht. Oder man durch irgendwelche Raketen, die von irgendwelchen Helikoptern abgeschossen werden, gestunt ist. Das heißt aber nicht, dass man in diesem Modus sicherer wäre und campen kann. Genau, die Häuser gehen nämlich kaputt. Und mit kaputt meine ich, sie stürzen ein. Das sieht vielleicht nicht so krass aus wie in Bad Company 2 oder in Red Faction oder sowas, aber hey, es funktioniert. Eine Zerstörung, die das Schlachtfeld verändert. Kann man das also schon Levolution nennen? Auch dazu eure Meinung gerne in die Kommentare. Aber hey, wer keinen Bock hat auf Infantry-Only Conquest, der spielt einfach wieder das normale Conquest und haut in guter Battlefield-Manier ein paar Panzer weg. Okay, vielleicht nicht meine beste Leistung, aber schaut mal, wie gut sichtbar hier angezeigt wird, ob ein Medic in der Nähe ist oder nicht. Natürlich bin ich da gerade nur gestorben, weil mir die Map nicht so zusagt. Deswegen einfach eine neue wählen. Und wer keine Lust hat, wieder in den Serverbrowser zurückzugehen, der kann das einfach am Ende der Runde via Map-Vote machen. Aber vorher wird erst der Spielmodus ausgewählt. Danach wird die Map ausgewählt. Und danach noch die Tageszeit.
What? BattleBit Remastered macht also ziemlich vieles richtig. Ob es zu einer richtigen Alternative für Battlefield werden kann, ich denke, das wird der Werdegang von Battlefield zeigen. Denn wenn sie den nächsten Teil genauso verkacken wie 2042, und ja, es ist kein Front an die Leute, die das Spiel gerne spielen, ich freue mich für euch, ich würde 2042 auch sehr gerne so sehen wie ihr. Ja, und nicht mit verweinten Augen eines Battlefield-Veterans. Boah, das klang schon fast poetisch. Jedenfalls werden sich dann wahrscheinlich viele Leute nach einer Alternative umgucken. Und Alternativen kommen ja gerade. Beispielsweise World War 3 oder auch Crows. Klar, ob diese Spiele oder auch BattleBit an die glorreichen Zeiten von Bad Company 2, Battlefield 3 oder auch Battlefield 4 anknüpfen können, schwierig. Es wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist es gut, dass sich auf dem Markt etwas tut. Trotzdem möchte ich meine Liebe zu Battlefield noch nicht aufgeben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was aus dieser Serie wird. Und in der Zwischenzeit bin ich einfach nur froh, dass so Spiele wie BattleBit das Licht der Gaming-Welt erblicken. Nun gut, ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen, ansonsten eben halt nicht, ist ja wem euch überlassen, aber anscheinend hilft es dem Algorithmus. Kommt auch gerne mal in den Livestreams vorbei, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dankeschön fürs Zusehen, bis demnächst. Ciao.